Nationale Themen haben den Europawahlkampf in Slowenien dominiert. Gesundheit, Wirtschaft und Klima waren einige der Hauptthemen. In der letzten Woche des Wahlkampfes stand die Anerkennung Palästinas als Staat im Vordergrund. Neun Sitze sind für Slowenien im EU-Parlament zu belegen. Erste Umfragen deuteten zunächst darauf hin, dass die größte Oppositionspartei, die Slowenische Demokratische Partei, als klarer Sieger hervorgehen würde. Neueste Vorhersagen weisen jedoch auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihr und der Regierungspartei Freiheitsbewegung hin. Sad smo na polovici, na polovini prvog mandata, odnosno na polovini mandata, i ovaj razočarenje, odnosno oduševljenje biračkog tijela će biti tu puno realnije ocjenjeno, da tako kažem. Znači, birači će realnije ocjenjivati to što je pokret slobode do sad pokazao. Bei den Europawahlen 2019 war die Wahlbeteiligung in Slowenien eine der niedrigsten in der EU. Dieses Jahr könnte sie 40% erreichen. Yeah, I'm going to vote, definitely. I feel that's my duty as a citizen, and also to have some impact on the policies. It would, if I want to have some, then I have to vote. Yeah. So I think that most people are not very interested in politics, especially my age, or they don't believe they will make any difference. Važno je da to gremo voliti zaradi podnebnih sprememb predvsem in pa zaradi razmer v Palestini in Gazi. As they cast their vote in the European elections, Slovenians can also vote in three referendums scheduled for the same day. One regards the issue of cannabis, the second euthanasia, and a third the preferential voting for the state parliament. It is widely seen as an attempt to increase the turnout. Nataša Đulić-Banović, Euronews, Ljubljana.